Bademantel und Co. Das waren die schrägsten Emma-Looks 2017. Auffallen um jeden Preis. Das könnte wohl das Motto der diesjährigen MTV European Music Awards gewesen sein. Zum ersten Mal durfte Superstar Rita Ora, 26, durch die Preisverleihung führen. Bei ihrem Debüt in London schoss sie zumindest in Sachen Optik den Vogel ab und war dabei nicht die einzige Promilade mit schräger Kleiderwahl. Ob die Your Song-Interpretin etwas unter Zeitdruck geriet? Mit ihrem Out-of-Bit-Look, inklusive des weißen Bademantels und Handtuchturban, stellte sich zunächst den Fotografen. Doch das war nicht ihr einziges Outfit. Auch ihr schwarzes bodenlanges Dress und der pompöse, silberne Kopfschmuck in der Sendung fiel eher in die Kategorie der skurrilsten Kleider. Damit befand sich die 26-Jährige allerdings in bester Gesellschaft, denn auch die israelische Sängerin überraschte mit einem ziemlich seltsamen Red Carpet Look. In ihrem schwarzen Mini-Dress mit XXL-Schulterpolster aus Tierköpfen legte die 16-Jährige den wohl merkwürdigsten Auftritt hin. Ebenso tierisch wurde es bei Rapprin mit ihrem roten Pelzmantel. Die französische Musikerin gehörte mit ihrem bunten, transparenten Plastikschlaufenkleid zur Gattung der Paradiesvögel. Kesha, 30, griff mit ihrem KP-Anzug ebenfalls tief in die Farb- bzw. eher in die Glitzkiste. Einen Anzug wählte auch Demi Lovato, 25. Bei ihr wurde es allerdings nicht bunt, sondern sexy. Demi setzte ihr Dekolleté bis zum Bauchnabel. Gekonnt in Szene der absolute Hingucker des Abends. Aber was sagt ihr, welcher war der schrägste Emma-Look?